Wenn du das jetzt konkret an deinem Leben einmal ein bisschen Ja. anschaust, gerade diesen Circle, der sich wieder schließen anfängt, wieder das eigentlich Ankommen am Ursprung und es wieder losstarten oder auch die eigenen Trigger, die du gesehen hast, was an dir schwierig war. Wie hast du die selber auch motiviert, diese Kreise immer, immer, immer und immer wieder zu laufen? Follow your bliss, folge deiner Glückseligkeit. Und ich habe sie immer gesehen, diesen Leuchtturm vor mir. Und ich habe nie den Mut gehabt oder lange nicht den Mut gehabt, das auch zu tun, weil mir als Kind nicht vermittelt wurde, dass ich das Recht dazu habe, meiner Glückseligkeit zu folgen. Mir wurde immer vermittelt, teilweise verbatim, teilweise unterbewusst, ich muss entsprechen. Ich muss einem vorgegebenen Weg folgen. Schön, dass du reinhörst in den Anima Mentis Podcast, dem Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir da sitzen. Er ist ein wirklich vielseitiger Mensch und ich kann euch da einiges über ihn erzählen. Mit Neugierde, Talent und Kreativität ist er unterwegs. Er ist relativ zufällig eigentlich in der Werbebranche gelandet. Und dann hat er ganz viele Dinge gemacht, von TV-Auftritten, Keynote-Speaker, Musicals hat er gescriptet. Und ich habe ihn damals einmal kennenlernen dürfen bei einem von seinen Keynotes und war beeindruckt von der Rhetorik, die er da zutage gefördert hat und vor allem diese schöne Wortwahl, die er gebracht hat. Er ist ein Storyteller. Also er macht aus verschiedenen Gegebenheiten eine Geschichte draus. Und heute ist er bei mir und wird so ein bisschen über seine Lebensgeschichte erzählen und was er so in seinem Alltag alles macht, wie er Hürden meistert und vor allem, wie er selber mental stark bleibt. Das wird er uns heute erzählen und es freut mich, dass du da bist, lieber Markus Gull. Lieber Peter, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und danke für diese überschwängliche Begrüßung und Einmoderation. Bitte jedes Wort glauben. Das ist ganz wichtig. Der Ja. Peter sagt immer die Wahrheit. Das muss man tatsächlich glauben. Ich war wirklich beeindruckt, wie du das gemacht hast. Danke dir. Ich kann mich nur erinnern, eigentlich war ich nicht so motiviert, weil ich vorher mich auch nicht vorinformiert habe, dem zuzuhören. Aber nach den ersten Sätzen war mir klar, man muss da sehr aktiv zuhören und es lohnt sich auch. Vielleicht fangen wir uns mal so ein bisschen an von deiner Lebensgeschichte, wie du eigentlich zu dem Markus geworden bist, der du heute bist. Oh ja, das ist eine Geschichte mit vielen Serpentinen, Umwegen und Irrwegen. Und ich denke mir öfter, wäre es direkter auch gegangen, ja im Nachhinein natürlich wäre es direkter gegangen, aber tatsächlich wahrscheinlich nicht. Ich habe ja früh angefangen, ich habe ein bisschen studiert, aber nebenbei immer gearbeitet, eigentlich muss man sagen, umgekehrt, nebenbei studiert. Und damals gab es ja noch keine berufsbegleitenden Studien, sondern dort gab es beides gleichzeitig und nichts gescheit und so. Und irgendwann habe ich dann Feuer gefangen, weil ich mir gedacht habe, die Werbung ist mein Thema. Da kannst du kreativ sein. Und ich bin ja, was du ja schon angedeutet hast, im Wort angewachsen, in der Sprache. Da kannst texten, da kannst dich entfalten, da kannst relativ frei arbeiten. Damals war auch noch so die Werbezeit, so diese goldene Werbe, oder na, golden war es nicht mehr, aber vergoldet war sie noch. Und das hat mich fasziniert und das wollte ich machen. Das habe ich dann auch über 30 Jahre gemacht, mit sehr viel Erfolg, für den ich dankbar bin. Also ich hatte dann einmal eine der größten Werbeagenturen gemeinsam mit Partnern und habe aber in Zeit meines Lebens immer auch kreativ geschrieben, als Autor gearbeitet für Film, Funk, Fernsehen, für die Bühne, mal mehr, mal weniger. Und bin dann, ich glaube 98, 99, also vor gut 20 Jahren, aus der Werbung ausgestiegen und habe nur als Autor gearbeitet. Und dann 2006, da war so mein Michael Corleone-Moment, also dieser, komm, denkst du bist raus, holen sie dich wieder zurück, habe ich für eine Marke wieder eine Agentur gegründet. Und das war dann wieder sehr erfolgreich.
und wofür ich sehr, sehr dankbar bin, und habe dann aber begonnen, sehr rasch ein Projekt in Hollywood, in diesem Vorort von Los Angeles, wo alle hinwollen, begonnen dort zu arbeiten, habe dann in New York auch eine Company gegründet, und das ist dann aus unterschiedlichen Gründen sehr zähleibig geworden, und da war viel auch Umweg und Irrweg dabei, und habe dann wieder aufgehört mit der Werbung vor 3 Jahren, weil ich verstanden habe, dass meine Arbeit in der Werbung gemacht ist. Ja. Da kann ich nichts mehr dazu beitragen, was nicht andere mindestens so gut können und viele sogar besser. Und ich muss mich jetzt auf was anderes konzentrieren. Ich muss jetzt das, was ich gelernt habe, wovon wir reden, wenn wir von Story reden. Mhm. Und warum Geschichten uns stark machen als Menschen, Teams und Gesellschaft, das ist jetzt meine Aufgabe, in die Welt zu bringen. Mhm. Also jenseits dieses Storytelling-Hypes, der ja inflationär überall herrscht, und jeder ist ja ein Storyteller, und 99% der Menschen, die immer da über Story reden, wissen nicht, was eine Story wirklich ist, sondern die wissen, wie man Geschichten erzählt. Das ist zwar sehr, sehr wichtig, aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was den Erfolg ausmacht. Ja. Und jetzt bin ich da bei dir. Ja, und das, also mehr kann eigentlich nicht mehr kommen. Ich muss jetzt fast sagen, das stimmt ja schon fast. Ja. Markus, wenn du jetzt so zurückschaust, also du gerade mit den Agenturen irrsinnigen Erfolg gehabt, was ist mit dir als Person passiert? Ja. Ach, das Story-Geschichten sind ja immer Verwandlungen. Mhm. Am Anfang ist immer alles anders wie nachher. Daran erkennst du, ob du eine Story hast oder irgendwas erzählt. Also Mädchen in der Asche tut Linsen raus, Prinzessin. Kann man von Verwandlung sprechen, oder? Und ich habe mich vielfach verwandelt. Ich habe am Anfang eine wahnsinnige Lust verspürt an diesem äußeren Erfolg, am Applaus. Und mittlerweile ist das, natürlich hat man immer Freude, wenn man Anerkennung bekommt für seine Arbeit auch im Außen. Aber mir ist mittlerweile ganz, ganz wichtig, was ich bei Menschen anstoßen kann. Mhm. Dass ich Bewegung in Menschen hineinbringen kann und Menschen in Bewegung bringen. Mhm. In der gleichen Art und Weise, wie ich es mit großer Mühe und teilweise riesengroßer Qual mir erkämpft habe, und das mache ich mit Unternehmen, ich sage bewusst mit und nicht für, weil das immer nur ein gemeinsam gehen kann. Mit Coachings, mit Menschen, mit Teams, mit NGOs, mit Gründern, mit großen internationalen Konzernen, mit Marken. Es ist ja letztlich immer das Gleiche, und es geht ja immer am Anfang wie am Ende geht es immer um die Menschen, die das machen. Und das ist das, was das bei mir so massiv verändert hat und auch in meiner künstlerischen Arbeit, wenn du so willst, dass ich verstanden habe, dass diese, so dankbar ich auch bin dafür, dass ich das gemacht habe, also ich mag das jetzt nicht abtun, diese Assignment-Jobs, also dass jemand zu dir kommt und sagt, kannst du nicht das für mich machen, wir hatten da ein Fernsehserienprojekt, kannst du da nicht was für mich entwickeln, dass ich das nur mehr mache, wenn das wirklich mit mir selber auch was zu tun hat. Ja. Und das ist das, was ich verstanden habe. Das kann man auch in vielerlei literarischen Werken, wie zum Beispiel in der unendlichen Geschichte, so schön nachlesen, dass die Menschen da sind, um ihren Weg zu gehen und nicht die Fußstapfen von anderen auszutrampeln. Mhm. Und das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Manche machen wirklich große Unternehmen draus. Und manche machen das in einer sehr intimen Art für sich allein. Und das hat überhaupt nichts mit der Wertigkeit zu tun, und der Wert liegt in der Sache. Wenn du vielleicht nochmal so zurückgehst, diese Verwandlung, also erstens muss man ja bereit sein, dass man sich vielleicht in eine oder andere Richtung verwandelt. Und das Zweite ist, es ist ja oft einmal auch viel Schmerz in einer Verwandlung drinnen. Wenn du jetzt so Menschen hast, die so kurz vor einer Verwandlung stehen, nicht wissen, wie sie das machen sollen oder wie auch immer, oder vielleicht auch bei dir selber, wie du das erlebt hast, vielleicht magst du uns da so 2-3 Worte dazu sagen.
Du meinst den Schmerz der Verwandlung? Mhm. Ja. Das ist etwas Eigentümliches. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du schon einmal von einer meiner Privatheiligen, Joseph Campbell, gehört. Der heilige Professor Joseph Campbell hat das Modell der Heldenreise beschrieben. Das wird oft missverstanden als Modell einer, wie man Story-Geschichten dramaturgisch baut. Ja, da gibt es nämlich eine Version davon von Christopher Vogler, der damit gearbeitet hat, und das ist schon gut und richtig, das funktioniert schon, aber das Wesen einer Geschichte ist immer die Verwandlung, die letztlich mit Schmerz zu tun hat, und weil du vorher das Wort Bereitsein benutzt hast. Da gibt es einen ganz wunderbaren Satz von Joseph Campbell, der diese Heldenreise und den Wert der Heldenreise zusammenfasst, der heißt sinngemäß: Wir müssen bereit sein, dass Leben, das wir geplant haben, loszulassen, damit wir das bekommen können, das auf uns wartet. Mhm. Und das ist immer mit Schmerz verbunden. Weil dass wir bereit sind, aus diesem sicheren Hafen, aus dieser Komfortzone, aus diesem Faulbett, das es teilweise ist, herauszusteigen, hat immer mit einem großen Schmerz zu tun, den wir empfinden müssen, der größer ist als die Angst vor der Unsicherheit des Neuen. Mhm. Denn das Verlassen unserer Komfortzone hat ja natürlich damit zu tun, dass wir es hier bequem haben. Aber diese Unsicherheit, was wird denn dort drüben sein, über dieser Grenze hinaus, die ist noch viel, viel schmerzhafter, weil eben Unsicherheit uns Angst macht. Es ist keine konkrete Furcht, mit der kann man nicht umgehen, sondern es ist eine amorphe Angst. Also es ist schon mal der erste Schmerz, über den du herübergehen musst. Und Eine dieser Heldenreisen, das ist in uns drinnen angelegt, dieses mythische, dieser Monomythos einer Geschichte. Das hat immer zu tun mit einer Separation, also der Trennung vom Gewohnten hin zu einer Initiation, also wo man was lernt, sich transformiert und dann einer Rückkehr. Ich habe das einmal in so einem ganz einfachen ABC-Modell beschrieben. Der Aufbruch, die Bewährung und das Comeback. Und das Comeback ist was ganz was Wichtiges, weil du musst das Gelernte mitnehmen in deine alte Welt und es dann unter deinem Lieben, unter deinem Umfeld verteilen und alle daran teilhaben lassen, damit sich eine Geschichte erfüllt, damit sich deine Geschichte erfüllt, damit sich ein Kapitel erfüllt. Mhm. Und es ist immer mit Schmerz verbunden, weil die Bewährung, da kämpfst du natürlich gegen den Drachen, da stolperst du über dein Ego, da siehst du im Spiegel dann plötzlich den Gegner. Mhm. Den gibt es ja immer und meistens sind die Gegner, die wir erkennen, nur Spiegelbilder unserer eigenen Unzulänglichkeiten, unseres eigenen Egos. Und es tut ja weh, diese Sachen anzuschauen. Also das ist sehr schmerzhaft, und da gibt es ja dann auch dieses Wort Katharsis, also die schmerzhafte Reinigung. Und wenn du das alles geschafft hast, drum sagt man Held. Das sind nicht die Leute mit Capes, die in zu engen Anzügen von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer hüpfen, sondern die ihr eigenes Ego anschauen und das bekämpfen. Peter Parker, der Spider-Man, der hat ja einen ganz schweren Wundenpunkt in sich, ne? Auch wenn er ein Superheld ist. Ja. Der hat das Thema, dass er sich so schuldig fühlt, dass sein Onkel damals zu Tode gekommen ist, und dann natürlich fühlt er sich auch ungeliebt, weil die Eltern weg sind, und er fühlt er sich ungeliebt mit seiner Freundin, mit der er immer das Thema hat. Also das ist sein Wunderpunkt, über den er immer drüber springen muss, wie der Spider-Man ja drüber springen kann. Und das ist dieses Faszinierende, worum es bei Geschichten wirklich geht, wenn wir von Stories reden. Und die Erzählform außen, das kannst du in tausenderlei Geschichten, Erzählungen verpacken. Darum ist Aschenputtel die gleiche Geschichte wie Rocky. Es geht immer um, die Geschichte heißt: Hey, du bist liebenswert, so wie du bist, aber du musst dich zeigen. Ja. Und einmal musst du halt auf den Ball beim Prinzen gehen und dich zeigen und das trauen. Und einmal musst du halt, ja, wie das halt so ist, wenn du Boxweltmeister werden musst, dann musst du halt in den Ring steigen und einmal auch ein paar kassieren können. Ja. Und Rocky, das ist ja für mich so eine archaische Urgeschichte. Auch von, es hat ja nicht umsonst, ist das für den Drehbuch-Oscar nominiert worden.
weil das alles drinnen hat. Wie auch der Rocky sagt, hey, wenn ich es schaffe, über diese Distanz zu gehen, dann habe ich endlich bewiesen, dass ich kein Niemand bin, dass ich lebenswert bin. Ne? Und darum fliegen ihm ja auch die Herzen zu, weil er zeigt plötzlich, der Außenseiter, dieser No-Name, dieser Underdog, und das ganze Stadion ist voll mit Underdogs, und vor den Fernsehern sitzen auch die Underdogs. Die sehen, hey, da hat einer ein Herz und der ist bereit, so vieler Prügel er auch einkassiert. Er steht nicht immer wieder auf, sondern er geht nach vor. Hey, so wären wir auch gern. Naja, aber ich finde, das ist ja, also was in Filmen auch immer dargestellt wird, ist ja das Außen, weil man es ja schwierig im Innen darstellen kann. Aber das ist ja eigentlich meiner Sichtweise auch, wonach wir ja alle auch irgendwie streben, dass das bei uns intern so ist, dass wir unser eigener Held werden. Ja. Und ich glaube, da stellen wir uns ja oft einmal im Weg, weil, wie du auch richtig gesagt hast, dieses Schmerz-Vermeiden-Modus ist meistens immer größer als Freude-Gewinnen-Modus. Naja, das ist immer so die Grundfrage, weg von oder hinzu. Genau. Und das Weg von ist einerseits schon einmal schmerzhaft, wenn wir das heute kennen, da verharren wir lieber. Also du kennst ja wahrscheinlich, das kennt jeder, diese toxischen Beziehungen, wo du denkst, wieso bleibt in dieser Beziehung? Mhm. Und das ist so das, was unterbewusst abläuft, so, ja, das kenne ich wenigstens. Wer weiß, wo es in einer ist, ist ja auch nicht besser. Ne? Ja. Aber das kenne ich wenigstens. Und dieses Hinzu ist naturgemäß mit Unsicherheit verbunden. Ja. Und das ist unser Reptiliengehirn, das halt nach wie vor darauf gepolt ist, Schmerz zu vermeiden, Unsicherheit zu vermeiden und auf Sicherheit gepolt ist, auch in gespenstischer Art und Weise in einer Welt, in der es ja viel weniger Unsicherheit gibt, die so auf diese Grundgefahren abgestellt ist. Aber unser Hirn, das hat da vieles noch nicht gelernt. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Das macht gar nichts, weil ich wollte eh zu einer nächsten übergehen, weil du hast es eh schon gut beantwortet eigentlich. Wenn du das jetzt konkret an deinem Leben einmal ein bisschen anschaust, gerade diesen Circle, der sich wieder schließen anfängt, wieder das eigentlich Ankommen am Ursprung und es wieder losstarten oder auch die eigenen Trigger, die du gesehen hast, was an dir schwierig war. Wie hast du die selber auch motiviert, diese Kreise immer, immer, immer und immer wieder zu laufen? Das ist jetzt schon eine sehr persönliche Frage. Also erstens glaube ich einmal nicht, dass es Kreise sind, sondern ich glaube, das ist sowas. Das ist diese liegende Acht, die in sich meandernd wiederholen. Und ich wurde zu vielen Sachen mehr gezwungen, als dass ich sie freiwillig gegangen bin. Und ein ganz, ganz großes Lebensthema für mich ist, für mich persönlich, und was ich dann auch immer wieder in meiner Arbeit gesehen habe, und man sagt ja auch, jeder, der schreibt, schreibt immer wieder dieselbe Geschichte und schreibt nicht, um anderen die Welt zu erklären, sondern um sich selbst die Welt zu erklären. Und das habe ich bei mir ganz besonders oft bemerkt, und es ist ein anderer Satz vom heiligen Campbell: Follow your bliss, folge deiner Glückseligkeit. Und ich habe sie immer gesehen, diesen Leuchtturm von mir, und ich habe nie den Mut gehabt oder lange nicht den Mut gehabt, das auch zu tun, weil mir als Kind nicht vermittelt wurde, dass ich das Recht dazu habe, meiner Glückseligkeit zu folgen. Mir wurde immer vermittelt, teilweise verbatim, teilweise unterbewusst, ich muss entsprechen. Ich muss einem vorgegebenen Weg folgen. Und das hat bei mir, ich habe ein paar so Schlüsselmomente gehabt. Ich habe davon leben können, als Autor zu arbeiten, gut leben können. Und ich habe das aber trotzdem immer nur am Abend gemacht, weil untertags muss man die richtige Arbeit machen. Und da war ich schon ein erwachsener Mensch, also da war ich schon, da war ich schon Vater. Habe diesen Irrwitz Gott sei Dank meinem Kind nicht weiter vermittelt, sondern das Gegenteil davon gemacht. Und ich sehe Gott sei Dank, was das diesem wunderbaren, mittlerweile jungen Frau helfen konnte.
Und das ist aber etwas, was in unserem Bildungssystem, das ja eigentlich ein Biegungssystem ist, die Menschen so verkümmern lässt. Dass das, was in uns Menschen angelegt ist, Dinge zu schaffen und in die Welt zu bringen. Und das muss jetzt überhaupt nichts im engeren Sinn Kreatives sein. Du musst Künstlerin sein. Sondern das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und sei das jetzt in dieser, ich backe gern, ich gärtnere gerne, ich mache gern was für mich selber, das überhaupt niemand anderes sieht. Ich bin leidenschaftlich gern Elternteil. Oder dann auch, ich gründe ein Unternehmen. Ich bin so wie du einmal gesagt hast, ich bringe Heilung in die Welt. Als Arzt oder Ärztin oder was auch immer. Und das ist etwas, was so verkümmert. Und ich glaube, das klingt jetzt wahrscheinlich beim ersten Mal hören seltsam, aber ich glaube, dass die Menschen das nicht lernen, dass sie das nicht verstehen, dass das nicht gefördert wird bei den Menschen auf den unterschiedlichsten Ebenen, führt dazu, dass die Welt so benannt ist, wie sie benannt ist. Und ich das kann ich jedem empfehlen, nicht nur in den Spiegel zu schauen, sondern auch einmal in der Früh bei den Straßenbahnhaltestellen zu schauen, in die Gesichter der Menschen. Was ist mit denen los? Man glaubt, das ist jetzt, das sind die grauen Herren aus Momo, die alles verloren haben, was Lebensfreude ist. Und die fahren, wo fahren die Menschen dahin, wo sie dann den größten Teil ihrer wachen Zeit verbringen? Das ist zwischen I don't like Monday und thank God it's Friday. Und dann haben wir wieder Wochen runterbogen, Lebenszeit, und dann können wir uns ab Donnerstag die Birne wegballern, irgendwann wieder mal auch in der Öffentlichkeit, damit wir dann ein Wochenende haben, und das ist doch alles furchtbar. Und den Menschen fehlt die innere Geschichte. Das ist das, die Menschen kennen ihre äußere Geschichte oft, aber sehen nicht, dass wir auch eine innere Geschichte haben. Und um die geht es wirklich. Das ist schon ewig bekannt. Die Griechen haben dazu das eudaimonische Glück gesagt. Abraham Maslow hat ja seine fünfstufige Pyramide in den 70er Jahren noch um drei erweitert, wo die oberste Stufe, die Transzendenz, dazugekommen ist. Da gibt es darf ich eine Geschichte? Bitte. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, die war für mich so lehrreich. Vor 2019 hatte ich eine wunderbare drei Wochen in Südafrika, über Weihnachten, Neujahr. Es war eine touristische Reise an der Garden Route, die in vielfacher Hinsicht sehr bereichernd war. Und beim Heimfahren bin ich dann am Gate in Kapstadt am Flughafen gewesen und musste auf die Toilette. Und Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich natürlich Angst hatte, da jetzt in die Hölle. Nein, ich wusste, ich gehe jetzt in die Hölle. Öffentliche Toilette am Flughafen von Kapstadt. Aber irgendwann war es dann soweit, und ich war glücklich, dass ich keine Schuhe mit Ledersohle anhatte und sagte, jetzt Augen zu und hinein. Und ich ging da hinein und wurde von der Klofrau empfangen, die in dem Fall ein Klomann war. Mit 40er, schwarzafrikanischer, eleganter Mann. Hatte eine schöne Hose an, auf jeden Fall eine schönere als ich. Normales Schuhwerk, schönes Hemd, blaues Hemd, weiß mit weißen Streifen. Und hat mich empfangen und hineinbegleitet mit den Worten: Welcome to my office, enjoy your meeting. Und das war eine zweifache Lektion. Die eine hieß, sei nicht zu chauvinistisch. Und die zweite war, da hat ein Mensch seine innere Geschichte rekalibriert. Der schaut sich ja seine Welt oder die Welt zum großen Teil seiner Zeit nicht durch eine rosarote, sondern durch eine Klobrille an. Und er hat aber für sich verstanden, dass er nicht Dreck wegputzt, sondern Lebensqualität macht. Die Toilettenanlagen waren da auch blitzsauber.
Und ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Mensch ein unerfülltes Leben hat, so komisch das klingt. Und ich habe dann kurze Zeit danach über eine Studie gelesen, ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt in England war oder in Amerika, auf jeden Fall in einem angloamerikanischen Raum, in einem Krankenhaus. Da wurde untersucht die Arbeitszufriedenheit von Reinigungspersonal, also nicht vom medizinischen Personal, nicht von Chirurginnen oder Pflegepersonal, sondern Reinigungspersonal. Und da waren natürlich viele, die haben ihr Leben gehasst. Und die waren frustriert und Burnout und Depressionen. Und also die haben ihr Leben gehasst, was man nachvollziehen kann. Und dann waren Leute dabei unter dem Reinigungspersonal, die waren sehr ausgeglichen und positiv motiviert und haben ein gutes Leben geführt. Und es wurde festgestellt, dass die in Koma-Stationen gereinigt haben und die haben mit Koma-Patienten gesprochen. Ja. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, was ein Feedback kommt. Nicht wahnsinnig schön. Ja, nicht. Und die haben auch immer so Dinge umdekoriert in den Zimmern. Ja. Und die haben ganz klar gesagt, ich räume nicht den letzten Dreck weg, sondern ich schaffe Raum für Genesung. Mhm. Und die haben dieses eudaimonische Glück aktiviert in sich. Also etwas für andere tun. Ja. Dankbarkeit empfinden, in Krisensituationen etwas lernen, wachsen, ja, in sich wachsen. Also dieses, was in der Bibel heißt es ja, wachset und mehret euch, also in der Katholikenbibel, wachset und mehret, also das heißt nicht wachset die Wampen und mehret euren Wohlstand, sondern wachset über euch hinaus. Und das ist so ein Grundbedürfnis der Menschen, ja, das wir ermöglichen müssen. Das ist die innere Geschichte. Und es ist, wie gesagt, nicht neu. Jetzt kann man es mittlerweile auch wissenschaftlich nachweisen. Mhm. Aber es gibt ja den schönen Satz von Goethe. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn das Gute, das wir geben können, ist das eigene Herz zurück. Mhm. Und das wissen ja die Leute schon seit ewig. Mittlerweile kann man es wissenschaftlich nachweisen. Und ihr seid ja mit Anima Mentis ja da ganz vorne an dem Tun, dass man dann auch weiß, wie kann man denn da noch unterstützend einsetzen. Ja. Und das ist so wichtig, die Geschichte, die wir uns selber erzählen. Das ist unser wichtigstes Publikum für uns selber. Ja, das stimmt. Und ja, das Publikum ist immer anwesend. Das ist immer anwesend, genau, ja. Und das ist alles eine Frage der Perspektive letztlich. Also wir kennen alle halb voll, halb leer das Glas. Was macht jetzt eine Krise mit uns oder was tun wir damit? Was machen wir daraus? Sitzt der Teufel im Detail oder sitzen die Götter im Detail? Ja. Das sind alles nur Fragen der Perspektiven. Wenn du jetzt auch jemanden so vor dir hast, der seine innere Geschichte, so wie du es nennst, oder ich sage ja ganz gerne inneren Kompass dazu, einfach seinen Weg auch noch nicht gefunden hat. Was oder wie, weil du das vorher gesagt hast, bewegst du den Menschen so, dass er vielleicht einmal nachschaut, was ist meine innere Geschichte? Also Menschen, die zu mir kommen, ich mache auch Coachings, auch für Einzelpersonen. Menschen, die zu mir kommen, die wissen ja meistens schon, dass irgendwas fehlt. Viele wissen sogar, was ihnen fehlt und wissen nur nicht, wie es den Weg gehen können. Manche sagen es da eigentlich schon im ersten Satz, was ihnen fehlt, wissen es nur noch nicht, dass sie sich die Antwort ja schon selber gegeben haben. Also ich helfe den Menschen oder ich begleite sie sehr oft mit Fragestellungen. Und meine Methode ist immer Story, weil ich zur Überzeugung gekommen bin, dass das die beste Methode ist, wie wir uns die Welt erklären können, weil uns das auch die Evolution eingebaut hat, um uns selber und einander die Welt zu erklären. Und es ist gespenstisch, ich lerne da ja jeden Tag dazu, es ist gespenstisch, wie dicht das wirklich funktioniert, auch gerade in diesem einfachen Modell Aufbruch, Bewährung, Comeback. Und dann schauen wir uns einmal an, welche Rolle spielst du denn in deiner Geschichte? Es gibt ja immer drei wichtige Figuren, oft sind das sogar Menschen, muss aber nicht immer sein, die in jeder Geschichte vorkommen. Das ist einmal die Heldin, der Held, also die Hauptfigur. Mhm. Dann gibt es immer eine Mentorenfigur, muss nicht immer ein Mensch sein, also ist oft, ich weiß nicht, Merlin oder so, wir kennen die Figuren, aber in der unendlichen Geschichte ist es ein Buch zum Beispiel. Und dann gibt es immer die antagonistische Kraft, die Gegnerin, den Gegner.
der sehr oft personifiziert ist, aber eben eine antagonistische Kraft. Mhm. In der Parallelgeschichte Aschenputtel Rocky ist es bei Rocky ist es der Apollo Creed, bei Aschenputtel ist es die böse Stiefmutter mhm. mit den Stiefschwestern. Tatsächlich ist es aber die Personifizierung des eigenen geminderten Selbstwerts, also das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht liebenswert mhm. durch verschiedene Lebensumstände. Und dann kommen wir, wenn wir das machen, das ist schon fast so was wie eine Mini-Aufstellung, mhm. Dann kommen wir sehr rasch drauf, welche Rolle spielst du? Und ganz oft kommen wir drauf, dass die Menschen in ihrer eigenen Geschichte nicht die Hauptrolle, sondern eine Nebenrolle spielen. Mhm. Ich hatte da selber mal ein Erlebnis für mich selber, so habe ich das ja auch verstanden, wo ich drauf gekommen bin, dass ich würde mein Leben verfilmt werden in Hollywood, selbstverständlich, dann würde mich auch selbstverständlich Al Pacino spielen. Das war relativ rasch klar. Und ich hatte da so ein, ich weiß nicht, wie diese Dinge einem halt einfallen. Ja. Den Einfall, es ist Oscar-Verleihung und Al Pacino bekommt natürlich den Oscar dafür, dass er mich gespielt hat. Das ist ein Lebensweg, aber er bekommt den Oscar für die Nebenrolle. Ah, okay. Ja. Und dann ist... Und das, ich weiß noch, also den Oscar habe ich nicht bekommen wie jeder hergelaufene Superstar in Hollywood, sondern ja. an der Ecke Otto-Bauer-Gasse, Gumpendorfer Straße in Wien. Ich weiß es noch genau, wo ich gestanden bin. Ja. Und ich habe dann plötzlich Existenzangst bekommen. Ja. Und das war in einer Lebensphase, da war für die äußere Form der Existenzangst nicht der geringste Futzel. Aber die innere Berechtigung für Existenzangst war zu 100% da, weil ich keine Existenz hatte. Mhm. Ich habe im Außen gelebt, hoch erfolgreich, bin wirklich dankbar dafür. Also ich sage das wirklich, auch wenn ich weiß, dass das nicht mein Leben war, aber ich bin hoch dankbar dafür, dass ich das tun durfte. Und ich habe aber es mitnichten verstanden, ja. wo das herkommt. Und ich habe Jahrzehnte noch einmal gebraucht, fast 20 Jahre, bis ich dann verstanden habe, wo das herkommen ist. Ja. Ich hatte dann auch natürlich, also wie ein richtiger Rockstar, natürlich zwei Burnouts. Mhm. Und zwar ein echtes Burnout, also ein inneres, ein seelisches Burnout, nicht ein Erschöpfungsburnout, weil man zu viel kackelt hat, das haben wir sowieso immer. Das hat mir aber nicht so viel ausgemacht. Und bis ich dann endlich verstanden habe, was Sache ist. Mhm. Also, dass du nach innen schauen musst und dass alles letztlich in dir drinnen angelegt ist. Und jetzt reden wir natürlich auf einer relativ privilegierten Ebene oder auf einer sehr privilegierten Ebene, dass wir uns mit Dingen beschäftigen können, die... und wir müssen nicht jetzt jeden Tag in ein Hocken gehen, damit wir unser Geld halt verdienen können. Das muss man schon auch wissen. Mhm. Worüber wir da reden können und dass viele Menschen halt einfach die Chance nicht bekommen haben, aber unter denselben Dingen leiden, diese Dinge zu tun. Und da, glaube ich, ist in unserem Bildungssystem, ich nenne das jetzt einmal so, obwohl es nicht seins ist, ein riesen Vakuum drinnen, wo man den Menschen helfen muss, den Kids dahin zu schauen, worum geht es denn wirklich, dass sie mit ihrer Kreativität was tun können? Das ist das, was Menschen tun können müssen, etwas erschaffen. Mhm. Und sei es noch so klein, mit ihren Händen was tun, dass sie nicht aufeinander losgehen, sondern aufeinander zugehen müssen. Mhm. Dass wir in dieser Weltgeschichte nicht die Helden sein müssen, sondern Helden werden, indem wir einander Mentoren sind. Richtig, ja. Einander unterstützen und dadurch eine innere Kraft kriegen. Ja. Also das ist dann jetzt meine Arbeit geworden und das mache ich mit Unternehmen in der Entwicklung ihrer Markengeschichte und mit Einzelpersonen. Und für mich ist es wirklich in positiver Art und Weise gespenstisch, wenn ich Feedbacks bekomme. Teilweise, ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder etwas bekommen von einem Menschen, wo ich in meinem Leben nicht daran gedacht hätte. Also ich habe den eingeschätzt, als könnte der außerhalb von Excel-Files und PowerPoint-Slides überhaupt nichts einteilen in seinem Leben. Ja.
der mir nach Jahren geschrieben hat, wie dankbar er ist, was ich damals in ihm auslösen konnte und was ich in ihm verwandelt habe. Und ich merke einerseits natürlich in großer Freude, dass ich da was auslösen kann und was tun kann, aber dass mir noch mehr sagt, wie groß die Sehnsucht beim Menschen ist und wie groß dieses Vakuum ist, nach innen zu schauen, in dieser Außenlärmwelt, in der wir uns beschäftigen, in dem, um noch einmal ein biblisches Zitat zu verwenden, machte die Erde untertan, das ja ein riesen missverstandenes Zitat ist. Das heißt ja nicht, friss, was du erwischt und poste es vor auf Instagram, sondern das heißt, sei König. Richtig, ja. Und König sein können wir in einer anderen wunderbaren archaischen Geschichte, König der Löwen, in dieser Schlüsselszene, wo der Simba hinausschaut ins Revier und sagt, einmal wird das alles mir gehören. Und sein Vater sagt zu ihm, ein richtiger König fragt zuerst, was er geben kann. Genau. Meine Macht die Erde untertan heißt, pass auf das, was dir anvertraut ist, schau, dass allen gut geht und dann steht dir der Zehend zu. Genau. Weil du auf alle aufpasst. Und das ist, darum ist der Mensch der König. Der ist das einzige Lebewesen, das was erschaffen kann, ohne dass es für sich selber nutzt, wie ein Biber zum Beispiel. Das musst du mal zusammenbringen, was ein Biber zusammenbringt. Und nur mit deinen Schneidezähnen und mit deinen Pfoten und im saukalten Wasser. Also ich könnte es nicht einmal mit anderem Werkzeug. Aber was Vögel an Nester bauen, also das sind ja Kunstwerke. Aber der Mensch ist der Einzige, der was erschaffen kann für andere. Das ist das Einzige, der heilen kann. Der ist das einzige Lebewesen, der was in die Welt hineinbringen kann, das nachher die Welt besser macht, als sie vorher gewesen ist. Das ist der Grund, warum es den Menschen gibt. Das ist die Geschichte des Menschen hier in diesem Organismus. Und darum glaube ich, dass die Menschheit eine vollkommen neue Geschichte braucht. Ja. Dass wir uns eine hoch erfolgreiche oder effiziente Geschichte erzählt haben, einer muss gewinnen, gut und böse und das Gute muss gewinnen, wir sind natürlich die Guten und the winner takes it all und mehr ist besser, was eine Zeit lang ja gestimmt hat, weil mehr zum Essen haben hat ja über lange Zeit geheißen, endlich werden wir satt. Mehr Wohnraum haben hat über lange Zeit einmal geheißen, endlich hat er jeder eigenes Bett. Richtig, ja. Aber irgendwann in den 50 Jahren, ich rede jetzt über unsere westliche Welt, über unsere sogenannte zivilisierte Welt, ist das vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Und da ist dieser Hohlraum entstanden. Und da ist diese Sehnsucht der Menschen drinnen. Jetzt habe ich einen Monolog gehalten, das dir schon ganz schwindelig ist. Da musst du jetzt irgendwann in eure lichttherapeutischen Ebene. Kurz zur Prophylaxe. Ja. Also ultra spannend. Und deswegen ist es damals, ich habe das auch vorher erwähnt, diese Bewegung hast du ja in mich auch reingebracht. Sonst hätte ich mir an diesen Vortrag ja nicht teilnehmen. Danke. Deswegen ist es gut, dass du deinen Weg gefunden hast und vor allem auch deine Leidenschaft gefunden hast. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Du hast uns sehr viel mit auf den Weg gegeben und ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer extrem viel Spannendes dabei. Danke. Wenn man dich erreichen will, Markus, was ist dein Einfallstor? Wie kann man dich erreichen? Naja, mich kann man fast nicht erwischen, weil mein Social Media Treiben ja unter meinem Namen sowieso zu finden, ist auch das Stichwort The Story Dude. Da kümmert sich mein Team sehr intensiv darum, dass da sich viel rührt. Und das Einfachste ist natürlich markusgull.com, meine Webseite, wo dann auch die Kontaktecken drinnen ist, meine Newsletter abonnieren. Manche Menschen sagen, der sei sehr informativ und auch mein Blog kann man nachschauen. Und da erwischt man mich auch, also herzlich willkommen. Die Sachen kommen immer zu mir direkt, auch wenn sich mein Team darum kümmert, dass diese Sachen passieren. Aber ich sehe die Sachen immer alles selbst und persönlich. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Darum dauert es mitunter ein bisschen auch, bis eine Antwort kommt. Ja. Wir verlinken das natürlich alles, damit man sofort findet. Vielen lieben Dank nochmal. Danke, lieber Peter. Das letzte Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört dir. Ja. Oh Gott, auf das war ich jetzt nicht vorbereitet. Mein letztes Wort heißt normalerweise immer No Story, No Glory, aber ich bin jetzt gerade dabei, das zu verändern und das heißt jetzt New Story, New Glory. Das
Das ist ein schönes Schlusswort. Und wenn euch das genauso gefallen hat wie mir und so informativ war, dann freue ich mich über ein Like. Danke für eure Unterstützung. Unser Center Anima Mentis in der Auersbergstraße 6 im 1. Wiener Gemeindebezirk hat für euch wieder geöffnet. Ich freue mich auf euren Besuch und bis dahin, vergiss nicht, bleib stark im Leben.